Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 von Planet Nomads. Ja, es ist eine neue Version, ist die 6.10 und ja, weiß nicht, was da neu ist. Wir sind hier wieder bei der Rettungskapsel, haben uns da ja durch die Ressourcen durchgewühlt. Hier war das. Und ja, gucken wir mal. Können wir wieder was machen und wie man sieht, kriegen wir Ressourcen. Läuft wohl wieder richtig. Und letztes Mal war das ja wohl nicht so richtig, oder? Immer ist die Batterie leer. Ja, jetzt gibt es hier immer Rohstoffe. Sieht gut aus, oder? Da haben wir auch wieder Silizium. Kohlenstoff und Eisen. Gut, bauen wir noch ein bisschen ab. Ja, jetzt geht's ja besser. Batterie ist immer wieder leer, ne? Da müssen wir auch was tun. Da oben noch was. Also was da in der neuesten Version ist, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber ist jetzt nicht so wichtig. Gucken wir mal, dass wir hier was hinkriegen. Da fehlen uns Glaskomponenten. Dann müssen wir hier in dem 3D-Drucker machen. Können wir hier machen, oder? Da sind sie. Da fehlt uns jetzt hier noch Silizium. Haben wir doch 17. Stehe ich hier. Ach so, da oben ist das Inventar. Das hat sich ja geändert. Okay. Müssen wir da oben reinlegen und dann können wir das machen. Machen wir zwei Stück. Okay, dann. Was machen wir dann? Gucken wir mal hier rein. Da ist nichts zu machen, da müssen wir auch was reintun. Carbon, also Kohlenstoff. Und Eisen, können wir was bauen? Ja, können wir was bauen. Farben können wir bauen. Machen wir mal 5 Stück davon. Dann können wir auch weiter ausbauen, dann, ne? Jetzt mal gucken, wie weit der Notfall-3D-Printer ist. Ja. Da haben wir jetzt. Wo sind die Teile? Die. Machen wir noch zwei. Komisch. Was passiert jetzt? Da oben sind sie. Ah, ja, okay. Jetzt haben wir sie. Naja, jetzt lassen wir den einen auch noch gerade machen. Da ist das Inventar des Druckers. Da gehen auch die fertigen Sachen rein. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, dann gehen wir hier hin und reparieren das. Teile haben wir. Schweißen wir das da drunter. Und fertig. So, jetzt müssen wir ein bisschen was umbauen, ne? Aber wie, dann machen wir es kaputt, ne? Kriegen wir die Ressourcen wieder, ist die Frage. Oder die Maschine muss weg. Oder wir machen hier noch eine Plattform dran, ne? Vielleicht kommen wir dann weiter. Das müssen wir mal schauen. Aber was zu essen wollen sie jetzt auch noch haben, gut. Dann machen wir das mal. Da haben wir jetzt 30. Warten wir gerade nochmal, bis das abgebaut ist. Trinken, ne, trinken geht noch. Nochmal 35. Fällt runter wieder ein. Jetzt können wir nochmal. Und Rechtsklick und 39. Gut, 5 Stück. Dann sollten wir nochmal in die Essensmaschine gucken. Ja, ne, Fat Machine. Da brauchen wir Biomasse.
Nee, haben wir nicht. Hier ist das dreckige Wasser drin. Da müssen wir da mal reingucken. Das brauchen wir. Können wir rüberpacken. Sonst haben wir nichts Passendes, oder? Das können wir noch da rein tun. Fleisch. Das können wir auf jeden Fall da reinstecken. Und das dreckige Wasser auch. Und da fehlen uns die Kräuter, um frisches Wasser zu machen. Und das ist klar. Und hier kriegen wir trockenes Fleisch. Da gehen zwei Stück. Drei gehen nicht, ne? Nein. Dann lass uns das machen. Wenn wir noch was zu essen kriegen. Und lass mal hier reingucken. Essen wir noch da mal was. Und dann müssen wir Biomasse holen, ne? Ja. Gucken wir mal. Hier den Busch können wir mitnehmen. Dieses hier geht alles nicht, oder? Ne? Den Busch meine ich. Ja, lässt sich abbauen. Einmal Biomasse. Und da ist noch so ein Busch. Nehmen wir auch mit. Gut, wieder einer. Ist noch einer. Haben wir auch. Ist hier irgendwo einer? Ich glaube nicht, ne? Nö. Was ist das? Ach, das ist der Baumstumpf, okay. Und dann. Gehen wir dahin und dann machen wir jetzt noch den Baum, oder? Dann fällen wir den Baum. Batterie wieder leer. Müssen auch noch was tun, dass es besser wird. Jetzt fällt er. Und bumm. Und dann wieder weniger. Brauchen wir was zu trinken, sagt sie. Das ist harte Arbeit, da muss man was trinken dann, ne? Inventar und dann frisches Wasser trinken. Alles gut. Und erholt haben wir uns dabei auch, okay? Noch was essen. Und dann machen wir hier weiter. Weg. Fünf Stück waren das. Hier. Sind sogar acht. Was ist das? Ah, verschwindet, okay. Jo. Da sind auch noch welche, ja, können wir auch noch nehmen. Gut, nehmen wir das auch noch mit. Weg. Und okay, da haben wir ein Loch gemacht. Ja, kann man nicht zuschütten, ne? Dann lass uns mal zurückgehen und ein bisschen zu essen machen. Gut. Schwebende Plattform da. Jetzt gehen wir zur Essensmachmaschine. Da rein und dann diese darüber ziehen. Und dann können wir da ordentlich was machen, ne? 7 Stück. 28 sind das unten. Machen wir. Gucken wir mal da rein. Da ist nichts drin. Und der andere. Was hat der? Der hat die Rahmen. Gut. Wir können ein paar Platten machen noch. Mal 4 Stück. Brauchen wir bestimmt. Und lass uns hier hingehen und dann müssen wir hier gucken, dass wir hier die Plattform da hinkriegen, ne? B ist die 2. Ne, 1. Ne, 2. Ja, kann man irgendwie nicht hinbasteln, ne? Das Erdreich ist wohl zu hoch oder so, ne? Müssen wir erst was abbauen, ne? Wie kriegen wir jetzt diese Plattform wieder weg? Ne.
B ist das auch nicht. Wie kriegen wir das denn los jetzt? Jetzt habe ich eins, aber das ist ein anderes Teil. Exit ging nicht. Irgendwie ein anderes Teil, 9 oder 0, will er jetzt auch nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Und jetzt sind lauter Symbole hier, die habe ich ja noch nie gesehen. Die sind neu, ne, oder? Kann man jetzt sehen, was wo drin ist, ne? B. Nee, geht nicht weg. Weiß ich jetzt auch nicht, wie die Zeichen weggehen. Na, jetzt bin ich das auf jeden Fall mit T los. So, und die Zeichen. Habe ich da eine Taste gedrückt, die ich aus Versehen erwischt habe? Weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Irgendeine Taste. Da sind auch 20 dreckige Wasser drin, und das passt also. Okay, Energie haben wir so und so lange. Und da hinten das ist. Ne, lass mal gerade hingehen. Das ist bestimmt vom 3D-Drucker. Ja, 36, und das ist. Wir kriegen jetzt diese Symbole los. V ist Ansicht. T war das Werkzeug. Jetzt heißt es fliegen. Keine Ahnung, wie es jetzt weggeht. Ah, jetzt habe ich es. Das ist der Tabulator-Taster. Umschalten. Okay, jetzt haben wir es. Gut, und dann müssen wir hier jetzt auf jeden Fall den Boden machen. Und das muss wohl weg. Ärgerlicherweise. Da gab es was zurück. Dann müssen wir den Boden planieren. Gucken, dass wir es hinkriegen. Da drüben noch was. Weiß nie, wie weit wir hier rüber müssen. Da muss wohl auch noch was weg. So, da nochmal. Bisschen hier, bisschen da. Dann gehen wir wieder auf Baumodus und dann gucken wir, oh, guck mal, geht da. Wunderbar. Rahmen sind da. Jetzt müssen wir wieder loswerden, dieses. So, passt. D. So, das ist jetzt ein bisschen eingegraben noch, ne? Da müssen wir noch was dran arbeiten, dass das passend ist, oder? Da noch was weg. So, jetzt kommt der Rahmen zum Vorschein. Da auch noch. So, jetzt ist besser, ne? Reicht das so? Die Ecke noch? Glaube schon, oder? Hier noch. Ja, jetzt ist gut. Jetzt müssen wir das bauen können. Geht. Da ist es. Fertig machen. Batterie wieder alle. Haben wir's. Ja, hier ist noch ein bisschen Erde drauf. Die müssen wir noch wegschaufeln. Dass das schick ist. Noch ein bisschen. Vielleicht noch was. Jetzt ist da super. Die Ecke noch. So, jetzt ist frei, oder? Sieht gut aus. Gut. Und ich denke mal, dann können wir die Wände weiterbauen, aber da geht es nicht wegen dem 3D-Drucker. Das kann stehen bleiben. Die Essensmaschine, die muss wohl auch weg, weil wir die Ecke auch nicht hinkriegen. Okay, dann müssen wir das auch noch hinmachen, irgendwie ändern.
Aber für die Folge soll es erst reichen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss.